So, dann heute mal was anderes. Heute geht es also mit den Trabis nach Dresden. Hier steht schon die ganze Kolonne, Trabi-Wert. Hier kannst du... jetzt ganz anders. Oh, ob das wirklich so mein Auto ist? Ich weiß ja nicht. So sieht das dann hier im Trabant innen drin aus. Also irgendwie so ganz geheuer ist mir das Ganze doch nicht. So ganz geheuer. Wollen wir mal gucken. Ein Original. Ja, nur mal so die letzten Bilder. Alles Trabant-Jungfrauen heute? Ja. Yeah. Genau, du hast auch. Alles Trabant-Jungfrauen. Dann würde ich mal bitten, dass alle Fahrer mir mal hinterher machen. Ich euch jetzt als allererstes mal das Schaltmuster durch. Das ist ja das Wichtigste. Das ist der größte Unterschied vom Trabi zum normalen LKW. Hier oben sitzt unser Schaltknüppel. Wenn wir im Leerlauf sind, das merkt ihr bitte als allererstes. Könnt ihr den hier rein und rausziehen. Das ist das Indiz, dass wir wirklich rein und raus bewegen können. Ich habe auch gestern die Jacke so dran, das sagt euch herzlich wenig. Also wirklich die Jacke einfach rein und rausziehen. Du bist voll in deinem Leerlauf. Und wir gehen selber so auf ein gewisses Axialspiel. Aber das ist bei weitem nicht so groß. Ich lasse euch nachher im Fahrzeug nochmal alle Ruhe durchschalten. Dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Ich habe Bremszettel. Fahrer 1, Fahrer 2, ich weiß nicht, ob ich das mache. So sieht das von innen aus. Also, Gas ganz weit rechts in der Mitte. Kupplung, fühlt sich eigentlich gut an, aber die Bremse. Das ist doch keine Bremse. Oh je. Das wird gut geht. Anfänger, wie funktioniert so diese Schaltung? Nach vorne, erster, zweiter, dritter, vierter, zweiter, erster. Da vorne ist irgendwie der Rückwärtsgang, aber den würden wir nicht brauchen. Uff, der wird doch gar nicht gehen. Naja, okay. Muss mal geölt werden. So, ihr habt schon. Oh, das geht nicht gut. Ach du, das ist ja. So, bevor es losgeht, noch ein ganz flinker Soundcheck. Wenn ihr mich alle gut hören könnt, bitte mal doch nicht nach oben. Sieht super aus. Jetzt werden bitte noch die Handbremsen gelöst. Die verstecken sich durch in meinen Vordersitzen. Einmal ganz nach unten damit, bitte. Ja, wollt ihr doch weg, Mensch, oder? Tankanzeige. Wir haben auch ein Trabant in der Richtung von Autoren. Gab es aus den 80er Jahren. Das ist doch noch nicht. Ja, und so sieht das hier
ich sag mal so, im Hinterhof raus. Gibt es also wohl auch eine Trabi-Safari. Verband 601S. So, und dann sehen wir hier schon mal so eine Rarität. So ein Trabi als Cabrio. Lila, Metallicblau und nochmal lila. Oh je, der sieht natürlich schon ein bisschen mitgenommen aus. Ja, so wie er erzählt hat, werden die gehandelt auch zwischen 7.000 und 12.000 Euro mittlerweile. Ja, was soll's. Im Osten geboren, verrückt und verschworen.